nächstes beschäftigen uns wir kurz mal mit den Startup-Tools, und zwar da den Design-Tools. Wenn man das hier in der Mitte aufklappt, kriegt man ja die normalen Startup-Tools. Wenn man die nicht da sein sollte, einfach auf das Haus hier oben klicken und man ist ganz dann auf der Startseite. Und da gibt es hier, diese kleine Wellenstumpf, gibt es die Design-Tools. Da kann man entsprechende Grundelemente einfügen. Man kann übrigens auch hier über die Startup-Tools neue Teile erzeugen. Ich könnte sozusagen hier ein neues Teil mit Nummer. Dann zählt das automatisch hoch nach den Vorgaben, die wir hatten. Ich nenne das jetzt mal Design-Tools und bestätige das, kriege dann ein leeres Teil und kann mir jetzt hier mit dem Aufklappen der Spalte wieder in die Design-Tools gehen, und wir können jetzt zum Beispiel einfach mal einen Wellenansatz anbringen. Man kann dann hier die Parameter eingeben, man kann zum Beispiel als Innendurchmesser noch 50 eingeben, Außendurchmesser 80 und die Länge von 100. Holen wir dann die Referenzen, weil da wird er gleich noch fragen. Und sagt dann Create UDF. Dieses UDF heißt User Defined Future. Und jetzt fragt er mich hier oben nach einer Stirnfläche, da kann ich auch eine Ebene nehmen. Und nach einer Querschnittsfläche, das ist praktisch da, wo er den Schnitt anlegt. Und die zweite Querschnittsfläche, damit er weiß, wo die Mittellinie liegen soll. Und schon habe ich hier so einen Wellenansatz fertig. Da könnte man jetzt immer noch weitere dran marken, wenn ich zum Beispiel einen machen möchte ohne Bohrung und nur mit 60 mm im Durchmesser und 50 mm lang, sage ich wieder Create, dann sage ich, das kommt hier dran, die Fläche und schon ist der Wellenstumpf da dran. Gut. Das ist übrigens gerade der schattierte Modus, der mit eingeschaltet ist, den schalte ich hier oben mal wieder aus. Gut. So, neben diesen Wellenenden gibt es noch andere. Ich kann mal wieder in die Design-Tools gehen. Man kann ja Quader oder Durchgangsbohrung oder sowas machen. Oder ein Bohrungsmuster zum Beispiel. Oder halt richtige Wellenenden mit speziellen Sachen, zum Beispiel mit Bund oder mit Passfedernut. Wir können ja mal machen, dass wir eine zylindrisches Wellenende mit Passfedernut. Dann brauche ich nur den Durchmesser auswählen, sage ich 60, 0 Grad Winkellage, sagen dann wir erzeugen Fläche, 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 und dann entsteht da das Wellenende. Ist allerdings vorgesehen für einen größeren Durchmesser, weil 60 auf 60 ist ein bisschen schlecht. Gut, was kann man noch machen? Man könnte zum Beispiel dann auch an das andere Ende ein Zahnrad anbauen. Verzahnungen. Wir können zum Beispiel eine Außenverzahnung nehmen. Man müsste dann die Zähnezahl natürlich kennen. Sagen wir mal 40. Ich denke, es ist breit. 30. Und so weiter. Die Werte muss man halt haben. Dann neu. Dann will er auch nur die Stirnfläche und zwei Querschnittsflächen. Und dann sollte hier das Zahnrad entstehen. Es werden auch nur so viele Zähne dargestellt, wenn man die eigentlich nicht braucht, wie man möchte. Das kann man hiermit angeben. Anzahl der darzustellenden Zähne, genau, maximal so und so viel. Gut. Genauso gut kann man hier auch Verzahnungen, Zylinderschnecken bauen. Ich mache es einfach mal mit den Standardwerten. Hier dran, da, da. Okay, da muss wohl die Mittellinie Mittelfläche angegeben werden, sonst baut er die da halt komplett durch. Okay, wir machen das, bauen das mal an die Seite an. Hier war axiale Einbaulage Mitte an Seite, dann will er wissen die Stirnfläche. Das ist die Querschnittsfläche und die Querschnittsfläche. Okay. Und dann ist eine Zylinderschnecke da. Was gibt es noch?
außerdem noch so mehrere Sachen, Verzahnungsringen, Schneckenräder. Wenn ich zum Beispiel das nochmal mache, sage ich Seite anbauen. Jetzt will er auch erstmal eine Stirnfläche haben, nämlich die. Dann die und die. Da steht das halt hier. Gut. Man kann auch sehen, wie die Teile dann aufgebaut werden. Man hat wirklich alle Objekte da und man kann dann auch noch was dran ändern. Definition editieren. Wenn ich zum Beispiel mehr Zähne sehen möchte, muss ich das vorher schon angeben. Nette Sache sind auch Zentrierbogen und Freistriche. Wenn ich zum Beispiel eine Zentrierbogen haben möchte, muss ich nur den Durchmesser angeben, sage erzeugen, wähle eine Achse aus und eine Stirnfläche und die Zentrierbogen ist da. Auch mit den richtigen Bezeichnungen. Hallo. Ja.